Hi, ich bin Laura und wir machen einen Film über Catfishing. Aus dem ganz einfachen Grund, wir alle finden das Thema sehr wichtig und wollen euch zeigen, was das eigentlich so ist. Und ich habe das Glück, ich habe noch nie persönlich damit zu tun gehabt, aber weiß aus Erzählungen einfach, wie schwer das ist, damit umzugehen. Das ist Leo. Leo ist 14 Jahre alt und geht zusammen mit seiner besten Freundin Melanie in die 8. Klasse. Leo chattet gerne über Instagram mit seinen Freunden. Als er auf dem Weg nach Hause war von der Schule, bekam er plötzlich eine Nachricht. Ihn hat ein sehr hübsches Mädchen namens Chiara angeschrieben und gefragt, ob er mit ihr Kontakt möchte. Daraufhin antwortete er mit Ja und sie fing an zu schreiben. Sie tauschten sich über Alter, Hobbys, Wohnort und noch weiteres aus. Mit wem schreibst du da die ganze Zeit? Ich hab da jemanden auf Instagram kennengelernt. Wie heißt sie? Sie heißt Chiara. Wie viel alt ist sie? Sie ist 15. Er schrieb so viel mit ihr, bis er langsam keine Zeit mehr für seine Freunde und Hobbys hatte. Chiara ist sehr interessiert an Leo und schickt ihm deswegen Körperbilder von sich, also schickt Leo ihr daraufhin auch welche. Am selben Abend fragt Chiara ihn, ob sie sich treffen können und er stimmte zu. Bist du immer noch verliebt? Ja, ich bin immer noch verliebt. Am nächsten Tag, sehr froh, erzählt Leo Melanie von dem Treffen. Er wartet sehr aufgeregt auf Chiara bei der Bank. Bist du Keanu? Ja. Du hast heute eine Verabredung mit der Chiara, richtig? Ja. Das bist du, richtig? Ich werde diese Fotos veröffentlichen, wenn du nicht machst, was ich sag. Verstanden? Nein. Moment. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Leo wird erpresst. Das alles ist ihm mega peinlich und auch vor allem die Bilder, die er geschickt hat. Er macht sich Sorgen und hat schlaflose Nächte. Wie war denn dein Treffen? Ach, ist egal. Was ist denn los? Über was? Über dieses Treffen mit Chiara. Ja? Es war einfach ein alter Mann. Ein alter Mann, mit dem ich mich getroffen habe. Und das Schlimmste ist, ich habe ihm peinliche Bilder geschickt und er erpresst mich jetzt damit. Welche peinliche Bilder? Das sind Nacktbilder. Nacktbilder? Ja. Wir müssen darüber mit einer erwachsenen Person sprechen. Mit Hilfe von Melanie traut er sich, mit seinen Eltern zu sprechen, die dann mit ihm zur Polizei gehen. Der Catfish wird angezeigt und Leo passt ab jetzt besser auf, mit wem er im Internet schreibt. Was ist ein Catfish? Ein Catfish ist ein meist ältere Person, die meistens sich als jüngere und vielleicht auch attraktivere Person ausgeben, um an minderjährige Kinder oder Jugendliche ranzukommen. Meistens führt es dann so weit, dass diese Personen miteinander schreiben und einige von ihnen auch dann irgendwann erpresst werden von diesen Catfish-Leuten. Und das führt dann dazu, dass die Menschen, die davon bedroht werden, sich meistens nicht trauen, sich Hilfe zu suchen. Ich erkläre euch, was ihr in Situationen machen könnt, wenn ein Pädophiler euch anschreibt auf Social Media Apps wie Instagram. Ihr solltet ein Gespräch zur erwachsenen Person führen, also suchen, zum Beispiel eure Eltern. Und wenn ihr euch nicht gleich zu euren Eltern oder zu einem Erwachsenen traut, könnt ihr auch zur anvertrauten Person wie eure beste Freundin oder besten Freund. Dann redet ihr über alles. Aber wenn es zu Erpressungen kommt oder kam, solltet ihr direkt zur Polizei. Und es mag so sein, dass sie
Nutzungsbedingungen die Verwendung von Fake-Profile untersagen und wer sich als eine andere Person ausgibt, die er aber in Wirklichkeit nicht ist, macht dich fast immer strafbar.